Man kann Kunden nur begeistern, da wo der Kunde selbst begeistert ist. Wir wollten das unbedingt haben. Wir konnten uns nicht vorstellen, hier die WM ablaufen zu lassen mit der Fanmeile mit 1,5 Millionen Gästen. Und wir haben hier ein Netz, ja, was praktisch den Anforderungen dann nicht gewachsen ist. Wir investieren 4 Milliarden in den Netzausbau innerhalb der nächsten 2 Jahre und das bedeutet, dass wir unsere über 23.000 Basisstationen alle erneuern. Zusätzlich machen wir eben Spezialprojekte wie die Fanmeile in Berlin. Wir haben uns vorgenommen, bei vielen Großveranstaltungen perfekte Netzqualität zur Verfügung zu stellen. Auf der Straße des 17. Juni sind ständig Veranstaltungen. Das ist natürlich kapazitätsplanerisch eine Herausforderung, diese Fanmeile zu planen. Wenn man das mal vergleicht, das ist sozusagen wie eine Millionenstadt auf einer relativ kleinen Fläche. Und die Herausforderung ist halt, dass es schon physikalisch nicht so einfach ist, so viele Menschen mit Mobilfunk zu versorgen. Das kriegt man nicht mit 1, 2, 3 Zellen hin, sondern da muss man kleine Zellen über den gesamten Bereich verteilen. Wir haben 20 Funkzellen an 10 Laternen realisiert. Die Endverstärker sind an den Laternen im Boden eingelassen in Bodentanks, dazu gehen Glasfaser zu einem zentralen Betriebsraum, der eine Siegessäule ist. Als wir uns im Herbst 2013 das erste Mal Gedanken darüber gemacht haben, ob wir das alleine stemmen können, ist uns relativ schnell aufgegangen, dass Projekte dieser Größenordnung durchaus 12 bis 18 Monate dauern. Man kann nicht einfach mitten in Berlin im Tiergarten sozusagen die Erde aufreißen, dort Kabel verlegen und Antennen installieren an Laternen. Die ein oder andere schlaflose Nacht hatte sicherlich jeder, aber umso schöner war es am Ende fertig zu sein und das Adrenalin in den Adern zu spüren. Das Netz auf der Fanmeile ist mit Sicherheit das Beste, das möglich war. Das heißt, Antennenanlage, Verkabelung, Glasfaserzuführung etc. sind in der Lage, LTE, UMTS und GSM abzuwickeln. Und wenn eben die anderen 3 Netzbetreiber eben sagen, wir machen das nicht, dann macht mich das sehr stolz für Vodafone, weil wir dann unsere Kunden glücklich machen und alle anderen nicht. Sowas ist nur machbar mit absolutem Wille und einem totalen Teamgeist. Wir schieben einfach mal die Ärmel hoch, ja. Wir tun das, was notwendig ist. Wir wollen, dass die Leute auf der Fanmeile wirklich telefonieren können, dass sie ihre Daten übertragen können und dass die froh und glücklich sind. Dieses Netzelement ist für Fußballfans. Und damit man eben da seine Gefühle mit Freunden teilen kann, braucht man ein funktionierendes Mobilfunknetz. Und wir sind die Einzigen, das verspreche ich Ihnen, wo es funktioniert, nämlich auf der Fanmeile.